Die Hyperliga ist zurück und wir stürzen uns hinein ins Abenteuer. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, die 3000 Punkte zu knacken, konnte mich aber da halten, war schon kurz davor. Naja, aber immerhin habe ich jetzt ein Team, welches mir bei den aktuellen Gegebenheiten in der Superliga gefällt. So, Hyperliga mit den Legendären ist oben und Premier Cup, das sind legendäre und mysteriöse Pokémon. Verboten. Und ich habe keine Ahnung, was ich spielen werde, muss ich sagen. Und das wird jetzt wieder ein Trauerspiel am Anfang. Na so, vorbereitet habe ich auf jeden Fall. Trifft Zeppeli. XL, die habe ich nebenbei schon ein bisschen gepusht. In letzter Zeit waren so viele, na, wie heißen die, verwende so und so viele Power-Up-Quests. Dann der Vulnona, auch in XL, sind alles 100er, das ist auch ein 100er. Bester Kumpel habe ich irgendwann schon, weit bevor ich überhaupt irgendwie am PvP gedacht habe, und das braucht man auch gar nicht. Und Flunschlick, das ist mit bester Kumpel-Boost auf Level 50, also zwei Power-Ups könnte ich noch machen. Das ist das Team. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, weil mir da echt ein paar Pokémon einfallen. Barrikadax, was mache ich da und so weiter. Glurak ist auch nervig. Oder starte im Allgemeinen ein bisschen. Jedoch die Hyperliga Primär, die ist so kunterbunt durchgemischt. Da gibt es nicht dieses eine Pokémon. Oder die zwei, drei wie ein Galaflunschlick, ein Bolterus, ein Azumarill, die man häufig sieht, sondern wirklich so viel. Da muss man eher darauf achten, welche Teams sind gerade auf YouTube und auf Reddit und so weiter populär. Okay. Seid ihr bereit, mit mir einige Punkte runterzugehen? So, ich gehe hier sofort. Ich werde nicht auf Spukball aufbauen, sondern gehe hier sofort auf Eissturm, dass die Charm dann auch ein bisschen weniger Schaden machen. Und bei der zweiten Attacke könnte ich, glaube ich, auf Spukball das versuchen. Aber wenn du schillest, wäre es nervig. Okay. Ja, dann schilde ich. Und ich baue auf Spukball auf. Ich gehe aber auf Eissturm. Schauen wir mal. Denn irgendwie machen die Charm doch mehr und einen hast du extra reinbekommen. Okay. Nö. Das war klar. Aber ich hoffe, jetzt kann ich... Nein, kann ich nicht. Nicht mal runterfarmen. Ja, da wäre es Spukball gewesen. Da wäre Spukball die richtige Entscheidung gewesen, wenn du mir denn garantiert hättest, dass du nicht schildest. Okay. Das Rex Blizzard farmt mich jetzt mal runter. Boah, schade, dass ich das nicht erreicht habe. Ne, und jetzt muss ich echt überlegen. Mit den Steinhageln bin ich effektiv. Meteorologe drüben hätte ich eine Resistenz. Ich versuch's mal hiermit. So, und ich musste jetzt ein Update runterladen zum Spielen und irgendwie gibt es da gerade ab und zu, fällt mir das nur so auf, oder war das gerade bei Pixie, ab und zu so ein kleiner Ruckler. So, noch eine Attacke extra geschafft, da freut man sich immer. Da lacht das Herz. Dementsprechend Pixie, Rex Blizzard und keine Ahnung, was da vielleicht noch hinten drin ist. Oh, schade. Oh, doch. Oder wirst du auf Energieball gehen? Meteorologe wäre schön. Nein, Energieball, das wollte ich nicht unter Anführungszeichen abfangen. Okay. Ha. Ich schilde. Ich schilde nochmal Energieball. Weil wenn du hier drin bleibst, eventuell ein Kampf-Pokémon hinten drin. Galagladi. Okay, das war... Leute, das war der wichtigste Schild, den ich je hätte leisten können. Also. Und... zwei, drei, da ist die Laubklinge. Jetzt, du bist auf null Energie, ich brauche zwei Steinhagel und dann ist das Rex Blizzard aber auch noch da. Eins, zwei, ich schaffe keine zwei Attacken. Oh Gott. So, wie viel KP hat das Rex Blizzard noch? Ich brauche zweimal Steinhagel, hätte es fast gehabt. Okay. Ne Pixie, Charm vorne, Konfusion hinten.
In der Mitte ein Rex Blizzard. Ich glaube, Rex Blizzard wird man ab und zu sehen. Da ist jetzt, ich sag mal, Galaflun schlägt nicht unbedingt die krasseste Antwort. Aber doch, mit den Steinhageln bin ich effektiv. Jedoch die Energiebälle, die drücken da auch schon gut hinein. Barrikadax, da haben wir es schon. Und ich muss ehrlich sagen, das weiß ich echt nicht. Ich versuche mal das hier. Wir versuchen das hier. Zwei Charm. Oh, perfekt. Zwei Charm schon mal geschafft. Fühlt sich an wie die Superliga. Das fühlt sich gerade ein bisschen an wie die Superliga. Ein Panzeron mit bester Kumpel. Gut. Und danach werde ich mit meinem Galaflunschlick, glaube ich, sogar reinkommen. Werde ich das? Das ist nicht so schön wie mit Grabbit, weil mit Grabbit habe ich eine effektive Attacke gegen Panzeron. Okay, boah, ich glaube, wenn ich schilde, könnte ich mir den Wechsel holen. Du schildest sogar. Okay, dann akzeptiere ich einfach, dass ich mir den Schildvorteil geholt habe. Okay, komplett runtergefarmt. Ja, was machen wir? Was machen wir? Das ist eine exzellente Frage, meine Damen und Herren. Blind. Und ich schaffe keine Attacke, warum auch? Muss man nicht, muss man hier nicht machen. So, blinder Himmelsfeger. Das hat nicht sehr weh getan. Okay, und du bist sehr schlau. Du bist sehr schlau. Ja, das ist, glaube ich, schon vorbei. Wie mache ich Barrikadax? Ich darf mein Ding ins Kirchen nicht reinholen. Nachthieb, da fischt jemand nach dem Boost. Boost. Du musst Kreuzhieb machen, wenn du effektiv sein möchtest gegen mich, aber der Barrikadax mit Boost zerlegt mein Team natürlich noch mehr. So, meine Sofortattacken machen gar nichts. Ich schilde einfach zweimal. Oh, das war echt nervig, dass er rausgegangen ist. Aber klar, er kennt alle meine Pokémon und sieht, aha, das Barrikadax zerlegt ja das komplette Team. Na gut, da ist schon noch ein Nachthieb und ich habe noch gar nichts geschafft. Barrikadax. Ich hoffe, das ist jetzt ein sehr populäres Team, welches wir andauernd sehen werden. Das würde mich enorm freuen. Das würde mich enorm freuen. Aber ich habe sogar zwei Charm mit Vulnona geschafft. Also ein bisschen Vorarbeit ist da schon geleistet, aber ja, ich hätte noch einen Eissturm schaffen müssen vor diesem Nachthieb. Ich glaube, das tut ansonsten jetzt zu sehr weh. Viel zu sehr. Wie viel macht das? Ja. Eventuell schauen wir mal. Jetzt bist du schon zweimal abgeschwächt. Das wird immer weniger. Und deine Konter, die tun mir nichts. Die Konter tun mir nichts. Ah. Okay. Okay, 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 okay. Aber jetzt muss man... Ich sehe nicht mal dein drittes Pokémon, weil ich kann natürlich nicht runterfarmen. Und wenn ich einsetze und dann null Energie habe... Oh nein, das habe ich genau befürchtet. Irgendwie habe ich genau das jetzt befürchtet, aber das passt vielleicht. Nein, das passt nicht. Ah, ich wäre dann lieber mit Ding ins Kirchen reingekommen und hätte noch gefarmt. So. Vielleicht zwei Babeltreffen. Barrikadax, was? Wer nimmt Barrikadax? Geht weg damit. Weg mit Barrikadax. Oh, Moment mal, du kannst ja dann ja auch richtig farmen, dass du dann drüben schon Energie hast. Okay, das passt. Das passt vielleicht auch. Jo. Mal überlegen, was hole ich rein? Was wird es sein? Was kann man machen? Wo darf der Gegner nicht lachen? Ich wüsste nicht, was ich besiegen kann. Mit halbem KP. No! Das ist ja wirklich Superliga-Team. Das wird nicht reichen, oder? Eventuell, weil du nur 2200 WP hast. Wird das reichen? Trifft Zeppeli? Wie viel Angriff hast du in etwa? Nein. Was, der Timer? Okay, ist schon vorbei. Das ist aus und vorbei. Jo, das war definitiv so in der Art ein Superliga-Team. Sehr fein. Und mein Flunschlick hätte im Grunde alles hinten drin auseinandergenommen, aber leider das Barrikadax. Das werde ich nicht los. Na, oh, und mein Vulnona hätte auch... Egal, lassen wir das.
So, wie oft werde ich mich noch verklicken? Das ist die Frage aller Fragen. Eventuell wechsle ich eher auf Flunschlick, aber wenn ich hier jetzt auf Flunschlick gegangen wäre, gegen das Barrikadax, da hätte ich ja keinen Wechsel erzwungen. Da wäre einfach drin geblieben. Okay, wunderbar. Das sieht gerade alles wunderbar aus. 1, 2, 3, 4. Okay. Nicht sehr effektiv. Eieiei. Naja, und ich glaube, ich würde mal sagen, in all den Kämpfen werden wir kein einziges Pokémon doppelt sehen. Oder vielleicht doch. Vor allem sowas wie Bisaflor ab und zu. Aber im Grunde... Ich habe nicht mal die Attacke geschafft. Im Grunde... Es sind hier so viele unterschiedliche Pokémon, man kann es einfach nicht wirklich sagen. Und deshalb werden wir jetzt mal schauen. Ich meine, wenn ich ein bisschen Energievorsprung habe gegen das Slimog, das hat aber leider auch schon, glaube ich, noch eine Energie zusätzlich geholt, dann... Also, du brauchst dann 5 oder 6 Attacken zur nächsten, je nachdem, wie es mit deiner Energie aussieht, ob du gleich eingesetzt hast. Ich kann also, glaube ich, 3-mal machen. 3. So. Das wirst du nicht schilden. Nochmal kann ich leider nichts abfangen, weil bei Galaflunschlick müsste das neutral sein. Gut. Leider machen die Sofortattacken auch schon so einiges. Vorne ein Slimog. Was könnte da noch hinten drin sein neben Bisaflor? Ein Schild bekommen. So. Kannst du eigentlich schon wechseln? Oder noch nicht? Ah, schade. Du hast mich nicht rangelassen. Warum lässt du mich nicht ran? Das wissen wir nicht. Kommt da kein Wechsel? Eine Attacke reingemogelt. Danke dir. So, und jetzt hätte ich Erdbeben. Aber wenn ich drücke und dann kommt irgendein Flug-Pokémon. Okay, kommt doch nicht. Kommt doch nicht. Man kann es überhaupt nicht einschätzen. Wirklich so... Oh yeah. Oh yeah. Perfekt. Nein, nicht perfekt. 3. Was machen wir da? Was machen wir da? Weil die Konfusionen, die tun drüben auch schon ein bisschen weh. Boah. 4. 5. Ich glaube, die Konfusionen tun zu sehr weh, als dass ich da irgendwas machen könnte. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Schade. Ich hoffe, ich kann eine Sofortattacke machen, wenn du jetzt 2-mal Laubklinge hintereinander... Komm, mach eine Sofortattacke. Jawohl, okay, die war wichtig. Die war wichtig. Ich glaube, jetzt bist du auf 0 Energie. Dann mache ich jetzt noch eine Sofortattacke, dann Eissturm. So. Und bevor dein nächster Konter ankommt, hast du dann schon Eissturm. Konter, was labere ich denn? Konfusion. Hast du Eissturm drauf mit der Abschwächung? Na und... Jawohl. Boah, das war ultra knapp. Alola Slimog-Führung. Nicht schön. Ne, überhaupt nicht schön. Gut. Das war das Yonkus-Team. Abgeändert mit Alola Slimog anstelle von Magnezone. Also, im Grunde ist alles irgendwie ein Team von jemand anderem, wenn man ein Pokémon austauscht. Also, der Plan wäre so irgendwie, dass ich... entweder mit Flunschlick ein Kampf-Pokémon rauslocke, dann habe ich 2 Möglichkeiten, das ordentlich zu besiegen, oder mit Vulnona irgendwas anderes rauslocke. Okay, wir ködern, glaube ich, 2, 3, 4, nein, wir ködern nicht. 5, wir ködern nicht. Ah, ich verliere den Gleichstand. Ich glaube, wir ködern nicht. Danke dir. Danke, Bro. Und Achtung, der Schild kommt.
Der Schild von dir kommt, du schildest richtig, aber sowas von. Oh nein, doch nicht. Okay. 2, 3. Ich verliere den Gleichstand. Diese Loe-Kanonade wird mich auf jeden Fall besiegen. Und ich schilde. So. Andersrum hättest du das nicht geschafft, aber gut. Köder. 2 Schilde unten. 1, 2 geschafft, sehr schön. Da lacht das Herz, wenn immer die extra Attacken reinkommen. Da lacht das Herz aber auf einem anderen Niveau. 3, 4. Nein, setz doch ein, Mann! Boah, genial, dass du nicht einfach Schlammwoge machst. Vielleicht hast du keine Schlammwoge, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, hast du Steinhagel? Nein, komm, hab Gegenstoß vom Community Day. Du musst Gegenstoß haben und mach jetzt Kreuzhieb bitte. Nein, du hast Steinhagel. Schade, ich hätte drücken sollen. Warum drücke ich nicht? Ich drücke eventuell nicht, dass ich mir hier Energie holen kann. Genau, das war alles geplant. Das war alles getimed und geplant. Oi. Okay. Nein, bitte nichts einsetzen. Bitte nicht, gewinne ich den Gleichstand? Komm schon, sag, dass ich den Gleichstand gewinne. Ich muss dich abschwächen, weil du kannst nicht mehr rauswechseln. Und wenn ich Glück habe, kann ich dich nochmal abschwächen. Na, oder jetzt wechseln. Jetzt wechseln. Kann ich die Wechseluhr um? Ich glaube nicht. Bitte nicht. Oh, schade. Ich hätte noch einen gehabt. Oh. Na so, na immerhin einmal abgeschwächt. Bitte lad nicht ganz auf, komm, dass du dir extra Energie holst. Nö, das machst du nicht. Ist Ködern hier bitter? Ich glaube, ich gehe einfach safe auf Steinhagel. Andauernd Steinhagel. Oder? Was sagt ihr? Steinhagel wurde schwächer. Wir machen einfach Steinhagel. 3-mal Steinhagel und mit den Sofortattacken, weil die ja auch effektiv sind und ein bisschen was machen. Das ist mir sicherer. Okay. Na so. Und jetzt reicht's vielleicht sogar schon runterfarmen. Na, Alola Slimog schon zum 2. Mal gesehen. Ich habe zwar gesagt, da wird man vermutlich nicht so viele Pokémon mehrfach erwischen. Aber... So, nun habe... Nein, ich habe noch nicht 2, oder? Ich habe noch nicht 2. Boah, diese eine Abschwächung, die wäre noch schön gewesen. Die wäre echt noch schön gewesen. Und doch, ich habe 2. Habe ich nicht genau gesehen. Ja, ich muss sagen, Galaflunschlick schwitzt am Ende noch, aber kann da manchmal noch was rumreißen. Und jetzt nur, okay, der Köder hat in diesem Fall nicht geklappt, aber stellt euch vor, ich hätte Erdbeben gemacht, Gegner hätte korrekt geschildert. Das hätte mich ordentlich in einen Rückstand gebracht und so dachte ich einfach, oder hätte eben vermutet, dass ich sicherer bin, wenn ich einfach 3-mal Steinhagel schaffe, fertig. Als 2-mal Erdbeben. Das wäre mir irgendwie, war mir gerade lieber, keine Ahnung. Da dürfte auch weniger Energie benötigen, aber das Ding, da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich echt aufpassen, weil, schneller. Oder hätte ich einen Eissturm einsetzen sollen? Ich muss mir den Wechsel behalten, ich investiere hier 2 Schilde. Ich investiere hier 2 Schilde, denn Cavalanzas ist eine Riesenschwäche von diesem Team, nur eben nicht gegen Drift Zeppeli. Oh, ich hätte einen Eissturm machen sollen und du gehst auf Aquahaubitze, weil dann wären deine Köder noch schmerzhafter gewesen. Ich glaube, ich werde echt ein 2. Mal schilden. Das machen wir. Eine Ködere nochmal, ist mir egal. Denn du schaffst maximal noch eine Aquahaubitze, wenn du köderst. Dann sind 3 Aquahaubitzen möglich. Du bist Krypto, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde. Hoch, nochmal, aber eventuell nicht der Köder, weil vielleicht hast du ja Erdbeben. Na so, ich wusste es und ich schaffe nicht mal die Sofortattacke. Vielleicht hast du ja nicht mal Schlammwoge, sondern Erdbeben. Weil ich glaube, hier hat man eher das Erdbeben. Kann man aber spielen, selbstverständlich, wie man möchte. So, Cavalanzas holt sich jetzt ordentlich Energie. Ich muss dann überlegen, gegen Drift Zeppeli drüben... Da kann nichts passen. Naja, neutral kann da schon ein Aeroas reinkommen. Da kann ein neutrales Aeroas reinkommen. Wenn du wechseln solltest, werde ich, glaube ich, noch einen Eissturm auf das gegnerische Pokémon draufballern.
wechselst gar nicht. Eventuell willst du, dass ich den Eissturm jetzt einsetze. Und dann wechselst du raus, um das zurückzusetzen. Schauen wir mal. Okay. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen Energie holen können. Jo. Mein Plan war, Eissturm einzusetzen, aber nicht bei einem Ampharos. Definitiv nicht bei einem Ampharos. Na, weil, ja, ich denke mal, da muss ich nichts dazu sagen. Okay. Ich bin überrascht. Ich muss echt sagen, da bin ich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ninkada. Ich hatte aber Glück mit den Führungen. Vor allem jetzt am Ende Cavalanzas. Stellt euch das Team vom Gegner nur umgekehrt vor. Ampharos vorne. Was hätte ich gemacht? Vermutlich verloren. So. Hätte ich Flunschlick reingeholt, hätte mich Sumpex oder Cavalanzas besiegt. Obwohl, Cavalanzas kann ich vielleicht mit Flunschlick machen, oder? Je nach Köder. Weil das Erdbeben macht eben, auch wenn beides dürfte neutral sein, macht das Erdbeben viel mehr Schaden pro Energie. Wow! Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, Leute. Darauf war ich irgendwie nicht vorbereitet. Hm. Das Problem ist, ein 3:2 würde nicht reichen. Echt schade. Das ist so der Punkt der Reichweite. Aber egal, wir schaffen ja sowieso jetzt kein positives Set. Das ist wirklich immer auf und ab und auf und ab und ab und auf und runter und links und rechts. Und das ist so ein Ping-Pong bei der 3000er Grenze. Obwohl es wird echt einfacher, je mehr Leute Legende dann sind und eher auf gemütlich spielen. Weil sie ja schon das in der Tasche haben und ja. Da muss man sich nicht so konzentrieren, vielleicht ein bisschen unterwegs zocken, vielleicht ein paar Gegner suchen. Und wieder eine Legende, so gefällt mir das. Ich habe das Gefühl, ich bin der letzte Experte irgendwie so verblieben in diesem Punktebereich. Trifft Zeppeli in Gengar hinein. Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist, muss ich ehrlich sagen. 3, 4, 5. Fangen wir mal eine Finsterfaust ab. Okay, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Ich hätte gedacht, du setzt sofort eine Finsterfaust ein, bevor ich die Eisattacke mache. Na gut. Jetzt machst du die Finsterfaust. Aber, oh, das ist ideal. Und genau mit solchen Tricks arbeitet man da. Also, was heißt Tricks? Das ist mir viel lieber, dass ich das so mache. Ich muss die nervigen Pokémon rauslocken, die Stahl-Pokémon. Wirklich, das ist so. Das Cavalanzas, das muss ich rauslocken. Weil das werde ich ansonsten nicht los. Lass mich noch einen Meteorologen. Boah, also ich könnte schilden und dich zu einem Schild, glaube ich, zwingen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Du hast definitiv ordentlich Energie mit Gengar. Also noch ein bisschen mehr. So. Schauen wir mal. Ich lasse dich noch einmal einsetzen. Cavalanzas, Leute, wie viel braucht das immer? Ich glaube, 7 zur ersten und 6 zur zweiten. Viel Ender, perfekt. 1, 2, 3, 4. Oh, Moment, ich habe mich verzählt. Ich habe meine Attacken gezählt und nicht die vom Gegner. Und wir sind ja nicht gleich auf. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt hier sofort rüber. Und schauen wir. Oh, perfekt. Perfekt. Ich meine, eine Matschbombe abfangen, das wäre natürlich genial, aber ich weiß ja nicht mal, ob du das hast, aber das fange ich gerne ab. Oh, ideal. Ideal. Moment, ich ködere. Ich ködere. No risk, no fun. Überlebe ich eine von dem Krypto? Vermutlich nicht, oder? Oh, überlebe ich. Dann war der Köder aber unnötig, weil jetzt wirst du runterfarmen. Ja, okay, das ist gelaufen wie Usain Bolt. Oh, Gengar vorne. Hätte geklappt. Schaffe ich noch einen Steinhagel? Ja! Ja! Ein Köder hat mal zu irgendetwas verholfen. Yo! Leute, schon langsam werde ich warm. Okay, das hat nicht viel gemacht, obwohl du Krypto bist. Schade, schade, Schokolade. Ja. Wir kämpfen noch weiter. Hey, ich bin so kurz vor Rang 24. Vielleicht gibt ja der Gegner auf, schenkt mir den Sieg. Warum auch immer, stürzt die App ab oder so. Eine Fehler 17 ist aufgetreten. Okay, oh, eigentlich hätte ich Spukball versuchen sollen, in der Hoffnung, dass du nicht chillest, aber das Gengar, das werde ich nicht los. Okay, ja.
das Gengar werde ich nicht los. Gengar, Cavalanzas, Sumpex. Okay. Das kann man mal machen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Am Ende hier noch der wichtige Wechsel, dass das Gengar auch nochmal an die frische Luft hinauskommt. So, wie kann ich Gengar machen? Ich hätte echt gedacht, eine Finsterforst abfangen. Kann ich packen. Aber warum hast du sie nicht gleich eingesetzt? Weil ist ja klar, dass ich auf den Eissturm gehe und ist ja klar, dass die Finsterforst gegen mich auch schon ausreicht. Also nicht, dass ich komplett drauf gehe, aber Gengar ist viel schneller als ich. Gengar ist immer schneller bei den Attacken als ich. Na gut, aber überlegen wir uns nicht Gengar, weil das wird sowieso lange Zeit nicht mehr eintreten. Wegen der unterschiedlichen Teams. Wir haben ein Triftzeppeli. Hallo Kumpel. Hallöchen Kumpel. Ich muss sagen, das hasse ich. Ich setze noch eine Attacke mehr ein. Oh. Okay. So. Jetzt passt mal auf hier. Jetzt passt mal auf hier. Womit komme ich da am besten an? Ich würde sagen, mit Vulnona und einfach nichts schilden. Okay. Vulnona runterfarmen, nichts schilden. Dann habe ich sehr effektive Meteorologen gegen das Triftzeppeli. Du bist zweimal abgeschwächt, auch wenn du, keine Ahnung, ein Erdbeben machst oder so. Body Slam? Jo. Das war ein süßer Schaden. Ich hoffe, du... schade. Eventuell schaffst du jetzt noch zwei Body Slam, weil ich hier nicht ausgeholt habe. Hast du gut getimed, deine Sofortattacken wirklich? Schön getimed. Oh, Kraftkoloss. Okay. Und blind. Blinder Meteorologe. Blinder Meteorologe. Blinder Meteorologe, sagte ich. Blinder Meteorologe. Jawohl. Ich glaube, ich gewinne. Weil du hast keine Sofortattacke gemacht, du hast vermutlich auch direkt gedrückt. So, Schild bekommen. Nein, du hast auch nicht gedrückt. Du holst dir noch mehr Energie. Bitte, bitte hab dich verzählt. Okay. 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 Ich gehe auf Eissturm, glaube ich. Du bist schon so weit unten. Ah. Okay, Moment dann. Aber zu viel Energie kann ich mir auch nicht holen. Weil hier die Sofortattacken schon ein bisschen wehtun. Machen wir zweimal. Und jetzt ist nur die Frage, wenn du schildest, was mache ich dann? Ne, gehe ich dann rüber? Ich habe keine Schwäche gegen Eis. Okay. So, perfekt. Das müsste ich gewonnen haben. Mit der Abschwächung noch dazu. Ja, Galaflunsch liegt hinten drin für sowas wie Rex Blizzard. Perfekt. Echt genial. Und die Steinagel. Ist zwar nicht so ein starker Move, aber die sind effektiv. Und deshalb. Und ein Level könnte ich mir bei Flunschlick noch holen. 40 XL Bonbons fehlen da. Also nicht ganz, ein paar kann ich noch umtauschen und so. Und ein paar Flunschlick verschicken. Aber ich werde hier nicht mal schilden. Auch der Energieball dürfte nicht genug machen. Und das ist der Meteorologe. Okay, nächsten werde ich schilden. Den nächsten werde ich dann schilden. Kannst du noch wechseln? Moment mal. Jetzt muss ich aber aufpassen. Weil mit den Sofortattacken bekomme ich das... Nein, du kannst nicht mehr wechseln, okay. Wenn, selbst wenn das Triftzeppeli nur 5, 7 KP oder so gehabt hätte, wie soll ich das mit Bodenattacken runterfarmen? Nicht möglich. Unmöglich. Und von daher, genau. Triftzeppeli vorne. Fand ich aber spannend, dass du einfach so die Führung hergegeben hast. Hattest du weniger WP oder irgendwie so? Weil, ja... Oder wolltest du Spukball... Ah, okay, du wolltest Spukball mit Relaxo abfangen. Das macht Sinn. Auf der anderen Seite... Triftzeppeli hat doch eine Schwäche gegen Eis. Und die Leute sind... sehr dazu geneigt, zu ködern. Von daher...
Das war, wenn es geklappt hätte, 500 IQ. Aber wenn es in die Hose geht, ja, dann nicht unbedingt wert. Dann hätte ich einfach direkt einen Eissturm da drauf gelandet, blind. Und das wäre gar nicht abgefangen gewesen. Da würde ich persönlich eher noch versuchen, mit meinem Alola Vulnona abzufangen, weil ich mit dem Eissturm rechne. Besonders, wenn ich auch eine Schwäche gegen Eis habe. Na, aber gut. Oh, nee. Okay, diesmal wechsle ich direkt in Galaflunschlick. Und hoffe, dass ich mit dem... Okay. Das locken wir raus. Warum darfst du zuerst? Das ist was, das kannst du nicht noch ein bisschen warten und ein bisschen mehr Energie auftanken? Wie werde ich denn das Ding los? Könnt ihr mir das verraten? Hat niemand Kreuzhieb? Das macht doch ein bisschen mehr Schaden, oder? Geht ihr hier alle einfach nur... Wollt ihr mal einen Shiny Nachthieb oder so bekommen? Shiny Boost? Was soll denn das? Setz doch mal die effektiven Attacken ein. Eine extra geschafft, weil ich gleich gedrückt habe, aber... Das ist es mir wert. Ich muss hier Vorarbeit leisten. Oh, was labere ich denn? Ich habe ja noch mein Vulnona. Ich habe ja noch mein Vulnona. Ich bräuchte hier eigentlich mehr. Mehr zum Farmen. Ich habe ja noch mein Vulnona. Ey, sorry. Ich stand gerade auf der Leitung. Ich habe... Ja, im Normalfall. Wieder Nachthieb. Was dir diesmal sogar noch einen extra Counter beschert hat. Ich lasse die Wechsel ein bisschen runter. Ich hoffe, du gehst wieder auf Nachthieb. Vielleicht hast du ja... Jetzt werden wir es, glaube ich, erfahren. Also, wenn das jetzt Nachthieb ist, dann aber Prostmahlzeit, weil da kannst du keinen Schild erwarten. Da kannst du im Leben keinen Schild erwarten. Okay, das ist vermutlich dann Mülltreffer als zweite Attacke. Ja, oder Hyperstrahl. Ah, okay. Dieser Kampf ist verloren. Der ist leider verloren. Denn ich brauche immer 4 Attacken, sprich 12 Züge. Na, und du brauchst immer nur 5 Attacken, sprich 10 Züge bei dir für Finsterfaust. Und jeder hat Finsterfaust, sind wir mal ehrlich. Ja, das, keine Ahnung. Gengar vorne, Barrikadax dann auch noch für mich und Cavalanzas. Also 3 Pokémon, die ich überhaupt nicht sehen möchte. Also wirklich gar nicht. Wirklich 0. Nada, niente. Vielleicht überlebe ich ja eine Finsterfaust, wenn du zweimal abgeschwächt bist. So. Eventuell überlebe ich ja eine. Auf der anderen Seite, du könntest auch einfach nicht schilden und jetzt mit Cavalanzas vermutlich reinkommen. Nö, machst du nicht. Ist meine Wechseluhr schon rum zum Abfangen eventuell? Nein, das überlebe ich jetzt nicht mehr. Auch mit 2 Abschwächungen. Schade. Schade, Schoko zu der Lade. Na gut. Ja, da muss man nichts mehr versuchen. Da muss man nichts mehr versuchen. Das sind 3 Pokémon, wo jeweils immer nur ein Pokémon dagegen ankommt. Von meinem Team. Na, wow, Moment mal, das hat echt wenig, aber ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das sind 3, also Cavalanzas brauche ich gegen Trifzepeli. Gengar brauche ich gegen Flunschlick und Barrikadax gegen Vulnona. Das war einfach irgendwie. Okay, ein besserer Versuch beim nächsten Mal. Ich meine, was sind die Chancen, dass diese 3 nervigen Pokémon genau so in der Reihenfolge auftauchen? Ja, gut. Da muss ich echt sagen, brauche ich hier überhaupt Psychoschock auf Vulnona? Stellt euch mal... Ja, ich weiß auch nicht. Nö, ich weiß... Was hat Vulnona noch für eine Attacke? Eine Alternativ... spielen die Leute normale Hyperliga oder spielen die Leute einfach gerade kein P zu dem V zu dem P? Leute, man muss jetzt für die Level-Up-Anforderung Rang 20 musste man erreichen. Jetzt haben sie es auf Rang 10 runtergesetzt. Also, spielt ein bisschen PvP, obwohl das macht keinen Sinn. Mein Argument macht keinen Sinn, weil Rang 10 Leute oder Leute, die noch nicht Rang 10 sind, gegen die werde ich vermutlich hier nicht kämpfen. So, Legende. Kein Gengar vorne, bitte. Dann ist es fein. Sumpex. Ich glaube, wenn du drin bleibst... wie machen wir? Ah, warum zählen die hier alle so perfekt mit? Und weil ich habe gerade jetzt nicht eingelocht. Ich habe jetzt nicht eingelocht. Jetzt setze ich noch eine Attacke ein. Eine Sofortattacke, weil ich keinen Zug verpassen möchte. Und dann schaffst du noch eine vor mir. Okay, nein.
Gut. Achtung, der Schild kommt. Der Schild des Gegners kommt in 3, 2, 1. Nein, doch nicht. Jetzt könnte ich mit einem Schild... Mit einem Schild könnte ich mir das holen, weil eine Aquabitze überlebe ich noch. Eventuell haust du jetzt ab, nachdem du meinen Schild bekommen hast. So. Und jetzt überlebe ich es auf jeden Fall. Solltest du schilden. Wirst du schilden, ist die Frage. Du wirst schilden. Dann brauchst du zwei Aquahaubitzen. Und das mache ich. Du hast zwei Back-to-Back hintereinander. Oder will ich schilden? Ich weiß es nicht. Ist es mir das wert? Ah. Ich hoffe, ich habe noch nicht eingeloggt. Irgendwie, ich habe gedrückt, aber es hat sich nicht wie einloggen angefühlt. Also mit einlochen, nicht einloggen. Nein! Nein! Okay. Na so. Blinder Eissturm. Blinder Eissturm. Und ich habe noch einen zweiten. So, Schild bekommen. Oh, perfekt. Das ist wunderbar. Ach du meine Güte, ich habe genau das richtige Pokémon rausgelockt. Das ist ja wunderbar. Das ist ja echt genial. Da hatte ich gerade echt Glück. Da hatte ich gerade echt Glück. Als ob mein Galaflunschlick gegen das Ding kämpfen möchte. Nein, möchte es nicht. Wie viel Glück kann man denn haben? Wie viel Glück kann man denn haben an meiner Stelle? So. So, so, so. Hat Galakladi zwei Attacken ready? Ah, jetzt bestimmt. Das kam aber noch an. Ja, machen wir hier keine Faxen. Machen wir hier keine Faxen. Na gut, du hast nicht eingesetzt oder hattest keine ready. Perfekt, mit zwei Pokémon gewonnen. Das kann man auch mal als Ausgleich machen. Dann hätten wir das Galaflunschlick hinten drin gar nicht benötigt. Schade, ich wollte es dem Gegner... Ah, ich zeig's dem Gegner nicht. Warum nicht? Obwohl, ich habe ein, habe ich das schon gesagt, ein dreifach bester Kumpelteam. Der fällt mir so auf. Das Vulnona gar nicht wegen PvP oder so. Aber genau. Und noch eine Legende. Aber wirklich, ich fühle mich so... Ich gehöre hier nicht hin. Was für Experte in diesen Punkten. Entweder Legende oder geh doch nach Hause. Okay, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das hingegen nicht. Eventuell hätte ich einen Eissturm machen sollen. Vielleicht hätte ich einen Eissturm machen sollen. Okay, ich mache keine Spielchen bezüglich... Gegen das Lauchzelot gewinne ich mit beiden Pokémon. Ich brauche den Wechsel nicht. Ich werde nicht schilden. Ein Köder von dir würde unfassbar wehtun, weil ich hier eine Resistenz... Ich habe eine Resistenz gegen normal, oder? Und wenn du dich abschwächst mit Kraftkoloss, dann passt mir das. Okay, Kraftkoloss, ja. Gönnst du mir den Steinhagel? Nein, schade. Das war schade. Muss ich ehrlich zugeben. Body Slam. What? Da hätte ich doch noch auf Erdbeben gehen können. Mit einem Body Slam hätte ich hier nicht gerechnet. Aber überhaupt nicht. Und Schild bekommen. Und du kannst... Oh nein, du hast ganz viel Energie. Ja, aber ich kenne beide deine Attacken. Du kannst hier nichts machen. Du kannst hier relativ wenig machen, aber deine Schlecker, die tun auch schon so ein bisschen weh über Zeit. Ja, relaxo, relaxo, relaxo. Wie viel waren das nochmal? Waren es 12? Ich hole mir hier noch extra Energie. So, 12 bedeutet... 4 Attacken von mir, dann bist du dabei. Das heißt, ich mache noch 3 Attacken und dann einen Eissturm. 1, 2, 3. Okay. Ist ja fast wie Mathematikstunde hier. Immer mit den Zügen umrechnen, dass ich das gut timen kann. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Vielleicht einen Gengar? Nein. Perfekt. Das ist perfekt. Da gehen jetzt beide Schilde rein. Na und das Ding muss ich einfach nur loswerden. Aber du kannst rauswechseln, um das zurückzusetzen. Das finde ich ein bisschen nervig. So. Oh, Moment mal. Feuer-Odem. Ist es gut für mich oder schlecht für mich? Ah, jetzt passt mal auf. Gehe ich auf Spukball oder... Weil du kannst es sowieso zurücksetzen. Na, ah, ich habe schon eingelocht.
Okay. Okay, passt. Das passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Ich hoffe... Hol noch aus. Jawohl, okay. Gut, einmal schilden. Na und Abfahrt. Weil mit Feuerodem kommst du viel langsamer zu Ladeattacken und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du zu einer Lowe-Kanonade kommst. Deshalb maximal die Drachenklaue, da habe ich eine Resistenz, also... So, werde ich... ich setze zur Sicherheit ein, ich bin mir echt unsicher. Ich setze zur Sicherheit sogar noch ein. Obwohl, würde ich drüben zu einem Eissturm überhaupt noch kommen? Naja, okay, du lässt es. Feuerodem kann ich nicht so einschätzen. Wie viele sind es da für Lowe-Kanonade? Ja, aber auf jeden Fall nicht genug. Genauso wenig wie die Punkte hier vermutlich nicht genug sein werden. Aber es waren alles Legenden. So, Achtung, ich rate 2998. 2998. Pausiert jetzt das Video und schreibt es in die Kommentare. Was ratet ihr? Denn ich brauche mehr Kommentare. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Teilt es. Nein, teilt das nicht. Ich glaube, das Team funktioniert. Teilt dieses Video nicht. Mit euren Freunden. Bitte nicht. Das muss undercover bleiben. Erst wenn ich Rang 10 habe, dann dürft ihr es mit allen Leuten teilen. Weil jetzt mal Real Talk. Mein Grabbit-Team. Das war schon genial, oder? Und wir haben... Wow! Darauf war ich nicht vorbereitet. Was für 21 Punkte? Hä? Habe ich hier gerade ganz... Was? In meiner schlechtesten Liga? Die Hyperliga primär macht mir am meisten Spaß, weil da so viel Abwechslung ist, aber ich habe es nie geschafft, ein Team zu finden. Hä? Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht kaputt oder so. Darauf war ich gerade echt nicht vorbereitet. Was ist denn da los? Wie viele Outfits bekommt man denn da? Alles über männlich und weiblich? Na gut, also. Das sieht schon schick aus. Das sieht schon schick aus. Und jetzt würde ich mal sagen, kleiden wir uns ein wenig ein. Individualisieren. Posen. Die N-Pose gibt es. Wo befindet sie sich? Hier befindet sie sich. Die sieht so luftig, leicht und locker flockig aus. Und dann ein Oberteil haben wir hier. Ja. Was gab's da noch? War da auch ein Hut dabei? Ich bilde mir ein, da war ein Hut dabei. Kappe im Stil von N, genau. Dann Unterteil und Schuhe vermutlich. Habe ich hier gesehen noch. Und die Schüchen haben wir hier. Schuhe im Stil von N. So sieht's aus im Schneckenhaus. Alles klärchen. Na gut, dann würde ich mal sagen, war's das mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Teilt dieses Video nicht mit euren Freunden. Danke. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.